energetische Altbausanierung eines über 100 Jahre alten historischen Gebäudes. Was gibt es hier zu entdecken? Was man hier sieht, ist die bereits ausgepackte, schon angelieferte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die später unterhalb der Decke, so dass sie möglichst wenig Platz wegnimmt, im Badezimmer in einem der Bäder montiert wird. Und hier unten sieht man die Öffnungen für Frischluft, die von draußen kommt, und Fortluft, also die verbrauchte Luft, die dann aus dem Haus raus transportiert wird. Im Gehäuse befindet sich der Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, und am anderen Ende der Lüftungsanlage sieht man schon mal die Schalldämpfer, auf die dann nachher dieses Schlauchsystem aufgesteckt wird, was dann unterhalb der Decke die frische Luft in alle Wohn- und Schlafräume verteilt und die verbrauchte Luft aus Bad, Küche, Gäste-WC und Hauswirtschaftsraum wieder zur Lüftungsanlage transportiert. Ja, so eine Lüftungsanlage reduziert denn die Lüftungswärmeverluste um etwa 90%, also auch ein energetisches Schmankerl, ein energetischer Leckerbissen.